Das Thema, das ich heute präsentieren möchte, ist Architektur der Konvention, so ein Bericht aus der Praxis, was ich zum Beispiel in den letzten wahrscheinlich 14 Jahren erlebt habe. Und kurz über mich, ich heiße Stanislav Turchin, bin in der IT-Branche seit über 25 Jahren insgesamt. Und in den letzten 14 Jahren mache ich Java-Web-Entwicklung als Softwareentwickler und als Architekt. Und seit 13 Jahren praktiziere ich agile Softwareentwicklung in unterschiedlichen Varianten und seit letzten 7 Jahren bin ich selbstständig. So, jetzt zum Thema. Zuerst wollte ich kurz über eine Architektur der Kommunikation mit dem ACT 42 Template erzählen. Das hat schon Aaron schon erwähnt. Dann ein kurz zum agilen Modellen und dann einfach Tools vorstellen, die ich bei der Arbeit verwende, bei täglicher Arbeit. Und das ist schon 20 Minuten schon ziemlich sportlich, würde ich sagen, für das alles, aber ich versuche das zu schaffen. So. Zuerst ACT 42 Template. ACT steht für Architektur und 42, das ist so ein Verweis auf das bekannteste Buch Per Anhalter durch die Galaxie, Antwort für alle Fragen. So, das ist, ich habe ich einfach von der Webseite von ACT 42 kopiert. Das, ich meine, das ist dieser Text, das ist ein bisschen Werbung für dieses Template. Und das wurde explizit für die Konvention von Architekturen gedacht, stammt von praktizierten Architekten, bringt sehr viel mit. Und was besonders interessant ist, dass es unterstützt beliebige Technologien und Werkzeuge, von ASCII-Doc bis zum Enterprise Architect und so weiter, und ist kostenlos sowohl für auch für kommerziellen Einsatz. So sieht der Template aus. Es gibt bestimmte Bereiche. Man fängt mit Qualitätszielen, mit Stakeholder. Dann es gibt Beschreibung für die eigentlich Use Case, was hier eigentlich passiert, mit Kontextabgrenzung, fachlich, technisch. Und dann Baustein sich für Software von also sogenannte Top-Down, von ganz oben bis nach unten, bis nicht bis zum tiefsten Detail, aber wahrscheinlich bis zum 2-3 Ebenen. Dann es gibt noch Verteilungssicht, wie das deployed wird, und Laufzeitsicht, wie unterschiedliche Komponenten miteinander kommunizieren. Und es gibt noch zwei Bereiche, diese so blau markiert, diese Lösungsstrategie und Konzepte für Querschnittsachen, für technische Sachen, wie zum Beispiel, wie persistiere ich die Daten, wie funktioniert Logging, wie funktioniert Security und etc. Und es gibt noch wichtiger Punkt Nummer 9, Entwurfsentscheidungen. Zum Beispiel, wenn wir etwas entscheiden, wie dokumentieren wir das, damit wir später, zum Beispiel nach 5 Jahren, noch uns erinnern können, warum haben wir genau diese Entscheidung getroffen, unter welchen Bedingungen. Jetzt kommt zum Format. Schon erwähnt haben, das kommt von ASCII-Doc, mit Word, auch bis zum wird fast alles unterstützt. Es gibt auch zum Beispiel Template für Confluence. Und alle Dokumente stehen zum Download-Bereich auf der Webseite. Es gibt auch Teil auf GitHub mit unterschiedlichen Werkzeugen dazu, oder zumindest auch, die auch Hilfe bereitstellen. Und es gibt auch Beispiele, sowohl auf der Webseite von ACT 42, als auch zum Beispiel im Buch. Als Leseprobe kann man auch kostenlos herunterladen. Das sind zwei Bücher, die ich gerne empfehle, die ich täglich benutze und auch gerne empfehlen kann. Eine dieser Software-Architekturen dokumentieren und kommunizieren. Das ist schon, ich meine, das ist im Prinzip schon eine Anleitung, die kommt aus der Praxis, wie man richtig Architektur dokumentiert. Das ist schon, man muss nicht das Rad neu entwickeln, das reicht einfach, das schon sozusagen Expertenwissen nehmen und uns anzuwenden. Schon ziemlich anspruchsvoll. Und das ist dieses Buch, durch dieses Buch bin ich auf dieses ganze Ding aufmerksam geworden. Das ist ein kleines Buchlein, ich denke, das ist nicht mehr zu haben. Auf Amazon gibt es noch ein gebrauchtes Exemplar, ein Stück.
Aber hier, dieses Buch ist schon ziemlich gut aktuell. Und da sind die Links, wo man das Information dazu findet. Dritte Link ist das Vorstehen dieser R.D. Müller. Das ist, dort findet man sehr viel zum Thema Generierung, wie kriege ich von AstiDoc unterschiedliche Formate, und er macht sehr viel in diesem Bereich. Jetzt zeige ich ein kleines Demo, wie man mit drei Bildern einfach eine Architektur für eine Software darstellen kann, einfach ohne Text. Das mache ich am Beispiel, das ist die Informationen, die ich jetzt bei Kunden mache, darf ich nicht zeigen. Ich habe ein privates Projekt. Das ist eine Webseite zum Kitesurfen, Windsurfen und so weiter. Und hier können Interessenten passende Spots finden. Fangen wir an mit dem Fachkontext. Warum geht es überhaupt? Das ist unser System im Zentrum. Wir haben unterschiedliche Akteure, genau drei. Es gibt, der wichtigste ist Interessent, Surfer oder Kitesurfer. Er sucht für Spots, Surfcenter, Travels und etc. Und System liefert ihm Suchergebnisse. Es gibt auch unsere Partner, das ist Surfercenter, Hotels, die uns diese Informationen bereitstellen. Und es gibt zum Beispiel Administrator, der verwaltet die User-Daten und Content. Und es gibt externe Systeme, die wir benutzen, zum Beispiel Google Maps, Google Analytics, Travel-Sachen für Hotels, und wir verschicken auch E-Mails, Mail-System. Das ist technisches Konzept. Das gleiche, aber ein bisschen aus anderen Winkeln. Unsere Benutzer verwenden einen Browser an einem Rechner. Browser kommuniziert mit unserem System über Internet, HTTP, HTTPS, und dann, man sieht schon, dass diese externen Systeme werden von unterschiedlichen Systemen verwendet. Unser Backend-System greift nur auf Mail-Service und nur auf diesen Marketplace, und alle anderen Sachen werden schon direkt im Browser angezeigt. Deswegen, das ist schon Verteilung von der Logik. Und das ist zum Beispiel dieses Bausteinsicht, wo man sieht, wie das System gebaut wird. Das ist sozusagen, das ist die Ebene 0, sozusagen. Unsere drei Aktoren greifen über User Interface, und es gibt drei große Komponenten: User Data Management, Search Engine und Content Data Management. Und hier man sieht, wie das auf, wo unterschiedliche Systeme dann angesprochen werden. Und das ist zum Beispiel eine Ebene Tiefe für User Interface. Zum Beispiel, man sieht schon, dass es ein bisschen viel mehr Details, schon einzelne Controller, die andere Komponenten ansprechen, und auch die Querschnittfunktionen wie Security und sowas. Dann jetzt. Jetzt zeige ich noch ein Beispiel, das ist noch ein bisschen die Sachen, die wir machen bei täglicher Arbeit, schon gesagt habe, AsciiDoc. Wir machen das mit AsciiDoc, und unsere Ergebnisse sehen ungefähr so aus. Diese HTML wird aus der, diese AsciiDoc generiert. Man kann auch PDF generieren, das machen wir auch. Das ist zum Beispiel die Probleme, auf die uns bei der Arbeit stoßen, zum Beispiel die Bilder werden nicht richtig skaliert. Dann muss man schon richtig berücksichtigen, es gibt spezielle Parameter, die man setzen soll. Und das, so sieht es unsere Dokumentation in Entwicklungsumgebung. Das wird genau zusammen mit Code verwaltet, in Subversion eingecheckt. Man kann das, wird mit jeder Version sozusagen released. Das heißt, man kann Dokumentation zu jedem Release anschauen und auch Unterschiede finden. Und hier gibt es auch, im Eclipse gibt es auch Preview. Die funktioniert auch nicht richtig, zum Beispiel, wenn man sieht, dass einzelne Teile werden nicht richtig hier gerendert. Das ist ein Teil, ja. Und wir verwenden auch ein anderes Tool. Das heißt AsciiDocFX. Das ist ein spezieller Editor für AsciiDoc-Editierung. Ist viel besser,
Weil zum Beispiel man hier sieht, nicht nur, Moment, schauen wir zurück. Ja, hier werden zum Beispiel auch Bilder richtig mitgerendert. Man kann auch, Text hier, ich meine, das Syntax ist im Prinzip wiki-ähnlich. Das heißt, man kann schon sehr schnell erlernen. Und was ist sehr gut ist, wenn man das eincheckt, das ist nur Text, man kann auch in Subversion unterschiedliche Versionen vergleichen. Was wurde in diesem Abschnitt geändert, wer hat das gemacht und so weiter. Man hat schon Versionshistorie auch einfach automatisch mit. Und aus diesem Tool, man kann auch sehr einfach zum Beispiel das als PDF speichern oder als E-Book oder als Docbook. Das ist natürlich manuell. Bei uns, wir machen das einfach im Maven-Bild, läuft ein Plugin, der das alles generiert. Zum Beispiel generiert HTML und PDF. Das war, was ich zum Thema ACT 42 erzählen wollte. Jetzt kommen wir zum Thema Agile Modellen. Auf dieses Thema, das überhaupt bin ich durch dieses Buch aufmerksam geworden, vor 13 Jahren. Ist sehr empfehlenswert. Es gibt auch passende Webseite dazu. Und dieses Buch bringt definiert Prinzipien und Praktiken und wie man mit Dokumentation, nicht nur mit Modellen, sondern auch mit Dokumentation überhaupt umgeht. Wann wird dokumentiert, zu welchen Zwecken, Stakeholder und so weiter. Genau was Aaron erzählt hat. Das ist schon zum Beispiel, dass hier dass die Inhalt ist viel wichtiger als Repräsentation. Zu diesem Thema kommen wir dann später. Und man sollte die einfachste Tool verwenden und so weiter. Das Modelle müssen zu einem bestimmten Zweck definiert werden. Dann sind auch Praktiken, wie zum Beispiel man kennt die schon auch aus der agile Softwareentwicklung, aber dann wird quasi das mehr an die Quellcode gerichtet. Hier geht es mehr um Modellieren, Dokumentation. Das ist zum Beispiel auch, das ist auch aus diesem Buch, auch sehr interessant, dass es wie das alles quasi zusammenspielt. Modell, Dokument, Source Code und Dokumentation. Dass zum Beispiel ein Modell kann ein Teil von Dokument sein, aber ist noch kein Dokument. Und Dokument ist schon eine Dokumentation. Und so ein Modell kann beschreiben, das ist schon, und Dokumentation beschreibt Source Code und Source Code kann Dokumentation enthalten. Zum Beispiel im Fall von JavaDoc oder sowas. Dann ist auch sehr interessant, wann entsteht überhaupt ein Modell, wann modelliert man. Zum Beispiel, modelliert man entweder etwas zu verstehen oder kommunizieren oder zu dokumentieren. Zum Beispiel, wir haben eine Idee, wenn die Idee ist nicht, wir haben schon, auch ohne Modellierung, haben schon entschieden, das ist nicht wichtig, müssen wir nicht modellieren. Dann, wenn wir die Idee besprechen wollen, dann entsteht ein Modell. Ein temporäres Modell sozusagen. Und dann, wenn wir schon mit der Besprechung fertig sind und stellen fest, dieses Modell brauchen wir nicht mehr. Einfach wegschmeißen. Weil wenn wir je mehr Dokumentation wir produzieren, desto müssen wir pflegen. Das Aufwand erhöht sich im Laufzeit des Projektes. Und das im Lebenszyklus der ganzen Software kann auch mehrere Jahre dauern oder Jahrzehnte. Und dann aus einem temporären Modell kann ein festes Modell werden. Zum Beispiel, wir stellen fest, dieses Modell ist für uns wichtig und dann die wird zum Beispiel an ein Tool speziell für Modellierung übertragen, wie Enterprise Architect oder sowas. Und dann muss schon Modell versionieren und richtig pflegen. Und dann, wir können auch später entscheiden, dieses Modell brauchen wir nicht mehr, die wird wieder temporär. Jetzt wichtiger Punkt bei der Modellierung, die Richtlinien. Zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem ersten Buch, das ich gezeigt habe, zum Thema Architekturdokumentation. Das ist einfach mit UML, wie man eine Verbindung definieren kann. Es gibt unterschiedliche Wege. Deswegen muss man schon sich zum Beispiel, welche Bedeutung hat diese oberste oder unterste? Wie gibt es überhaupt einen Unterschied? Was hat Auto sich gedacht? Deswegen, man sollte schon im Vorfeld auch diese Modellierungssprache definieren. Was wird verwendet? Und natürlich ein bisschen so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Oder zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, man sieht schon, dass hier zum Beispiel es gibt Systemgrenzen, es gibt irgendwelche Elemente mit Businesslogik und es gibt die
Entities, die gespeichert werden. Das ist das gleiche Modell auf solche Art und Weise. Und die ist schon viel, viel schwerer zu verstehen. Man muss schon wirklich dann die einzelne, dieses, das heißt, nicht so wichtig. Das muss man schon lesen, wie das, oder das Entity oder Control oder Control the Boundary ist. Dann jetzt kommen wir zum Thema nochmal, zum Beispiel auch schon gesagt habe, dass Inhalt ist viel wichtiger als Form. Das ist zum Beispiel, wir verwenden, das passt jetzt zum Thema Tools, zum Beispiel unser Lieblingstools ist Whiteboard. Wir malen auf Whiteboard, fotografieren ab und dann packen wir das in Word-Dokumente. Das ist ein Word-Dokument, Akt 42, und hier alles Modelle sind einfach fotografierte Whiteboard-Seiten. Dokument ist schon seit, denke ich, schon mindestens seit 6 Jahren alt bei uns, oder wahrscheinlich 4 Jahre alt. Und dieses Modell, und wir hatten bisher noch keinen Bedarf, diese Modelle zu ändern. Das reicht vollkommen, das, um die zu verstehen. Dann, ich habe viel Papier mitgebracht. Weil zum Beispiel, das ist auch mein Lieblingstool, Haftnotizen, Bleistift oder Kugelschreiber und Papier. Das ist, man ist schon sehr schnell. Und was besonders gut ist, so besonders beim User Interface Prototyping, zum Beispiel, das ist Struktur von der Webseite. Auch wenn man zusammen mit Fachleuten arbeitet, alle können mitmachen. Auch die, diese Tool überhaupt, wenn zum Beispiel fangen an, mit welchem speziellen Tool auf Computer etwas zu malen, User Interface, mit diesem Ding, können alle mitmachen. Das ist schon, man kommt sehr schnell zu Ergebnissen und das kann auch, wenn man das später braucht, dann kann man auch scannen und Dokumentation reinpacken. Ja, dazu komme ich gleich zum Beispiel. Solche Fälle haben wir auch. Ja. Wir haben ein Corporate Tools Enterprise Architect im Einsatz. Und das heißt, dass alle Modelle müssen in Enterprise Architect rein. Aber das heißt nicht, dass wir müssen die mit diesem Tool modellieren. Zum Beispiel diese, das sind einfach Images. Die wurden, zumindest das war Whiteboard-Zeichnungen, abfotografiert und hier reinkopiert. Oder sowas. Auf dem Papier, mit Haftnotizen, auch hier rein. Wenn wir das später brauchen, das habe ich vor 6 Jahren erstellt. Nur in diesem Jahr sind wir dazu gekommen, das überzuarbeiten, weil es war Bedarf, etwas zu ändern. Oder zum Beispiel das ist auch sehr interessant, dieses Sequenzdiagramm wurde generiert. Das haben wir nicht von Hand erstellt. Das ist ein hausgemachtes Tool mit aspektorientierter Programmierung. Bevor man einen Test startet, Integration Test, man startet diese Tool, dann läuft der Test durch. Diese Tool macht nichts, das ist kein Magic, einfach merkt sich alle Aufrufe, erstellt eine Datei im GraphViz-Format und dann später läuft ein Maven-Plugin und macht aus GraphViz-Format solche Bilder. Und dann kann man die auch hier reinpacken. Das ist viel einfacher, als das per Hand sich malen. Und dann kommen wir jetzt zum Tools, die ich am meisten verwende in meiner Modellierung. Das ist, heißt Umlaut, steht für OML. Das ist für sehr schnelle, wie soll ich sagen, Malen von OML-Modellen. Wirklich super schnell, mit dem bin ich schneller als mit Haftnotizen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt eine Klasse, ja? Zweite Klasse. Ich brauche eine Vererbung. Okay, das ist jetzt, muss nicht das sein, sondern. Zack. Nee. Und was gut ist hier, es gibt Texte. Zum Beispiel, ich stelle, okay, ich brauche das Ganze. Achso, das heißt übrigens Stereotyp. Entschuldigung, Steuerung C.
Das Ganze brauche ich hier. Moment, das war falsch. Aber das ist auch gut, ich kann auch das kopieren. Ja, zack. Und das habe ich schon, mein Objekt ist vollständig mit allen Informationen. Und dann zum Beispiel brauche ich hier eine Farbe. Ja? Zum Beispiel hier schreibe ich BH gleich zum Beispiel Yellow. Zack. Okay, wo finde ich die Farben? Es gibt auch Beispiele. Ich kann hier klicken und sehen, was ich mir kopieren muss. Oder es gibt auch Generic Layer. Ich sehe, wie das zum Beispiel, wie ich bestimmte Ebene platzieren kann. Oder das gleiche für Text. Oder wie kann ich zum Beispiel das auch fett markieren und so weiter. Und auch, was ich zum Beispiel, was normalerweise verwende, entweder dieses Common Elements, die ich schon gezeigt habe, oder Structure Deployment mit Komponenten. Was noch gut ist, wenn ich das brauche, ich sage einfach, Moment, Steuerung C, das gleiche. Ich brauche ein neues Modell. Voilà, ist schon da. Das ist viel, viel schneller als mit Enterprise Architect zum Beispiel. Wobei, wo ich wirklich sagen soll, dass Sequence-Diagrammen mit Enterprise Architect, wenn das ich dort malt, gehen viel schneller als hier. Aber das ist kostenlos. Es gibt auch, übrigens, es gibt auch alles Web-Modellierungstool. Heißt Umletino. Ich denke, dass, schauen, was ich noch hier habe. Omelet Spot for You. Ah, das ist zum Beispiel, das sind die, schauen, ob das jetzt so klappt. Nee. Gut, das ist zum, das ist nicht, kann ich später zeigen, wenn man Fragen hat. Dokumentation. Ah, andere, das war interessant. Das ist, was wir, das kann man nicht besonders gut sehen. Das ist zum Beispiel auch Teile von unseren Modellen, die wir bei täglicher Arbeit machen. Und das, was man hier sieht, ist auch mit diesem Boundary Entity in der Sprache gemalt wurde. Und hier, man sieht das ganze Weg von der Oberfläche über den Code. Ich habe wahrscheinlich ein besseres Beispiel, wo man das besser sieht. Oberfläche zum Quellcode und auch bis zur Datenbank und externe Schnittstelle. Das haben wir so, das war so ein Beispiel, wie wir arbeiten. Das war alles von meiner Seite. Jetzt, wenn wir noch Zeit haben, kann ich Fragen beantworten. Das war schon ziemlich schnell, aber das. Ansonsten haben wir auch nach dem Vortrag von Basti noch Zeit für eine ausgiebige Diskussion. Vielleicht kommen da noch Fragen auf. Ansonsten vielen Dank, Herr Richter. Und vielen Dank von meiner Seite.